Hallo meine Lieben und Juhu vom Guru. Okay, ich habe schon wieder geklaut. Aber herzlich willkommen zum neuen Let's Eat. Und diesmal probieren wir die Duplo Black and White Limited Edition. Ja, die habe ich noch nie probiert. Die gab es mal letztes Jahr, glaube ich, oder so. Es gibt ein paar Videos, die sind über 4 Monate alt, glaube ich, oder auch mehr. Okay, bevor ich nachgucke, ob es richtig ist, was ich gesagt habe, schaue ich mir das mal an, was das hier ist. Also hinten steht drauf. Da kommt die Kamera, macht die mit. Das ist doch wieder klasse. Meine Kamera ist nicht gerade die beste, muss man zugeben. Ey. Okay. So. Unwiderstehlicher Kakaogenuss. Schmeckt knusper leicht, feine Kakaocreme und hat dunkle Waffeln umhüllt von feiner weißer Schokolade und leckerer dunkler Schokolade. Die wahrscheinlich längste Praline der Welt, ja. Also ich mag Pralinen. Aber die schmecken irgendwie ganz anders, die Duplo, aber ein anderes Thema. Okay, so schauen wir uns mal hier die Zutaten an. Hier steht drin, gefüllte Halbbitterschokolade und weiße Schokolade mit Waffel 7% und Kakaocreme 17,5%. Zutaten, weiße Schokolade 40,5%, Magermilchpulver, Kakaobutter und so weiter und so fort. Ich habe hier ein Bild eingestellt, das könnt ihr pausieren, wenn ihr das durchlesen wollt. Und die Nährwerte, je Riegel, lese ich mal vor, sind 100, genau 100 Kalorien, 6,1 Gramm Fett. Davon gesättigt die Fettsäuren 3,8 Gramm, Kohlenhydrate 9,4 Gramm, davon Zucker 8,3 Gramm, Eiweiß, Salz. Ja, okay. Aber da jetzt sind jetzt die Daten, die rohen Daten. Das weiß, man weiß aber jetzt nicht, wonach es schmeckt nach den rohen Daten, die ich jetzt vorgelesen habe. Jetzt probiere ich die mal. Also hier kann man ja wie bei Duplo ganz übrig oben öffnen. Hier so eine kleine Lasche sogar. Öffne ich die mal. So. Und es sind 10 Riegel drin. 10 Stück. Und ja, ich habe die noch nie probiert, deswegen probiere ich die jetzt zum ersten Mal auf vor laufender Kamera. Duplo Black and White, ich mag ja weiße Schokolade, wie ich ja schon in einem anderen Video erwähnt habe. Ich habe eine Kombination mit schwarzer Schokolade, habe ich noch nie, nicht so häufig. Riecht sehr schokoladig. Naja, wie Duplo halt. Das probiere ich mal. Richtig knusprig. So sieht das Innere aus. Die Kamera wollte gerade eben, aber anscheinend nicht mehr. Okay. Und die schwarze Schokolade schmeckt man mehr raus als die weiße. Das ist runtergefallen. Also ich muss zugeben, ich mag Duplo nicht so besonders, auch nicht die originalen. Diese schmeckt eigentlich fast genauso wie Duplo. Also durch die weiße und schwarze Schokolade heben sich gegenseitig auf, so habe ich das Gefühl. Okay. Also in der zweiten würde ich nicht probieren. Ich weiß nicht, es schmeckt wie Duplo. Aber für Duplo mit dunkler Schokolade. Die weiße Schokolade schmeckt nicht so raus. Man sieht ja schon am Inneren, dass es mehr dunkle Schokolade drin ist, besonders die Kakaocreme, die ist ja auch dunkel. Die schmeckt eher wie normal Duplo. Also meine Bewertung, die ist sehr subjektiv gesehen, nicht daran, weil ich ja sowieso kein Duplo richtig mag. 5 von 10 Punkten, also die Hälfte. Ja. Ah, leider kann ich nichts mehr dazu sagen an euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund wie immer. Daumen hoch für euch fürs Zugucken. Hier kommt her. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Tschüss. Wow. Whoop.